So, Mahlzeit in die Runde an alle Zuschauer des jetzigen JFD Live Trading TVs. Der DAX tut sich ja nun sichtlich schwer. Hier passiert nahezu gar nichts an den Märkten. Eine gewisse Freitagslethargie oder Monatsabschluss, Beruhigungspille scheint hier schon unterwegs zu sein. Wer weiß das schon? Aber letztlich haben wir hier beim DAX, wenn wir uns mal die K&S anschauen, die K plus S vielmehr, einen starken Gewinner. Und die Aktie ist ja durch Übernahmegerüchte unlängst getrieben worden. Insofern hier natürlich immer ein Hot Stock, der hier ja, Volatilität versprechen darf, versprechen kann und jetzt auch durchaus verspricht. Doch schauen wir erstmal auf das große Bild hier von der K&S, die ja nun wirklich wahrhaftig in einem schwierigen Umfeld war, sich befand und auch entgegen hier dem großen Gesamtmarkt die letzten Jahre hier keinesfalls outperformen konnte. Die Aktie hat ja sichtlich mit ihren Engpässen zu tun gehabt, beziehungsweise mit ihren Bilanzierungsengpässen. Grundsätzlich hier mit dem Tief von März. Dann eine Erholung, die sich hier auch in Form eines aufsteigenden Dreiecks darstellte. Ausbruch glückte hier zu Beginn des Jahres 2015. Dann Rücksetzer, hier gescheitert an dieser großen Abwärtstrendlinie wohl bemerkt, hier vom All-Time-High. Es sah hier recht zäh aus, aber Pullback fast schon hier an dieses frühere Widerstandslevel und hier gab es dann eben den Übernahmeputsch sozusagen. Jetzt sind die Gespräche dahingehend immer noch heiß, aber wir befinden uns hier auf jeden Fall jetzt in einer Zone, die früher als Widerstand galt, beziehungsweise einst Unterstützung, jetzt primär eigentlich als Widerstand angesehen werden konnte. Und wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann kommt die Aktie nach der ersten Euphorie jetzt hier sukzessive zurück. Aber wir sehen heute hier einen starken Tag. Von den News her, wenn wir da mal hier auf Jandaya schauen und uns hier ein Stück weit was zu verschaffen, dann sehen wir hier Potash jetzt an einer freundlichen Übernahme weiterhin interessiert. Da, 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 da. Das bleibt also alles weiterhin ein Thema. Grundsätzlich die Aktie selbst, aber hier jetzt eben mit dem positiven Impuls darauf hin. Und wenn wir hier die Struktur des Charts sehen, hier das große Abgap in Sachen der Übernahmegeschichte, der Übernahmebekanntgabe, haben wir unlängst die letzten Tiefs gerissen, von diesem Zeitpunkt hier ausgehend, also separat jetzt praktisch nur die Kerzen betrachtet seit dem Übernahme, Genre, sehen wir aber jetzt hier ein leichtes Zurückkommen. Und wenn wir uns jetzt den Stundenchart mal anschauen, genauer, dann haben wir hier es klassischerweise mit einer bullischen Flagge zu tun, die jetzt aufgelöst wurde. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier die Tendenz. Also zunächst haben wir hier diese bullische Flagge im Chart, die heute Morgen, wie gesagt, aufgelöst wurde. Schon mal ein sehr positives Bild. Hier kann man auch jetzt hergehen und so eine Abwärtstrendlinie als Widerstand sozusagen versuchen zu definieren. Auch hier haben wir die Möglichkeit, eine Art Bullflag einzuzeichnen. So. Und was ist das oder die Eigenschaft einer Bullflag? Wenn diese aufgelöst werden, dürfte sich das nach oben natürlich entfalten. Jetzt natürlich die Geschichte mit der Übernahme. Ein Stück weit, der Übernahmepreis steht ja als solches fest. Die Frage, wie das weitergehen kann. Aber wenn wir uns das jetzt einfach technisch betrachten, wäre hier die Situation die, dass hier natürlich noch deutlich was nach oben gehen könnte, was ein Stück weit jetzt natürlich hier in die Kristallkugel verläuft. Denn wie gesagt, hier im Sinne des Newsflows ist ja praktisch klar, was hier sozusagen stattfindet am Markt. Hier Angebot 41 Euro je Aktie, bla bla bla, da zieht sich jetzt letztlich durch. Rein technisch wäre hier aber ein schöner Ausbruch nach oben, also hier nochmal eine Preissteigerung denkbar, wenn wir uns eben jetzt hier mal die K&S rein von ihren aktuellen Bewegungsschüben anschauen. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte, wo man jetzt darauf spekulieren darf, kommt es jetzt tatsächlich zu so einem Impuls? Letztlich wäre hier durchaus nochmal ein Auftrieb in Richtung 41 Euro in jedem Falle denkbar. Wieso denn nicht? Gerade durch die bullische Flaggenstruktur, rein von der Projektion ist das natürlich jetzt hier sehr weit hergeholt. Aber das rein technisch, rein charttechnisch, hier mal sozusagen die visuelle Möglichkeit dessen, was sich hier auftun könnte, im Zuge der Hintergrundgegebenheiten in Sachen Übernahme kann man natürlich hier nicht deutlich mehr als 41, 40 Euro erwarten. Aber wir sehen eben jetzt hier auch die technische Situation, die zumindest kurzfristig hier bei der K&S im Sinne des Ausbruchs aus dieser kleinen Bullflag, neben dieser großen hier,
jetzt durchaus die Möglichkeit eröffnet, müssten wir sogar noch ein Stück weit nach oben schieben hier, wenn das Ausbruchslevel ist, hier die Möglichkeit eröffnet, hier einer kurzfristigen Erholungsfortsetzung in Richtung 37,50 und gegebenenfalls dann eben bis zur Marke von 40, 41 Euro hier dran teilzunehmen. Das sieht gar nicht schlecht aus, das Bild. Klar ist, die KNS-Aktie ist natürlich jetzt schon heiß gelaufen, gut gelaufen. Insofern kann man natürlich auch hier Konsolidierung versuchen einzufangen im Bereich 35,50. Wesentlich tiefer sollte es allerdings nicht gehen, wer hier diesen, sage ich mal, jetzt dann im Übernahmefieber befindlichen Stock handelt. Denn faktisch ist, wenn wir zu tief eintauchen, wieder gerade diese Trendlinie unterschreiten, dann kann sich das Ganze hier auch noch ein Stück weit fortsetzen. Insofern dann natürlich auch eine gewisse Kursschwäche Einzug halten, die dann auch den Preis noch weiter nach unten führen kann. Ohne News wohl bemerkt, sondern rein technischer Struktur wäre das dann hier ein gangbarer Weg. Aber die KNS-Aktie hat zumindest ein bisschen Volatilität heute schon auf der Pfanne. Vielleicht kann sich das dann hier technisch auch noch weiter entfalten. Sieht in jedem Falle kurzfristig ganz gut aus. Deswegen hier mal die Aufschalte zur KNS. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch eine gute Mahlzeit, falls Sie noch nicht gegessen haben. Wir hören uns, wenn Sie mögen, später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss, bis dahin.